Ja, hallo, schön, dass Sie da sind. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, wo Sie gerade sind und ich weiß ja gar nicht, wann Sie sind. Jetzt haben wir uns so an diese räumliche Distanz gewöhnt, aber ans Zeitliche, da haben noch überhaupt niemand dran gedacht. Stellen Sie sich vor, wir machen irgendwas aus, einen Spaziergang an der Donau und wir vereinbaren uns an einem bestimmten Ort, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist absolut kein Ansteckungsrisiko. Diese Viren, die verbreiten sich ja auch von Computer zu Computer und da spielt es überhaupt keine Rolle, wo Sie den hinstellen und wann Sie den einschalten, wenn der sich das einfängt. Da wissen Sie, was eine Lücke ist. Die fehlt da offenbar. Anders als wenn wir uns an einem bestimmten Ort zu unterschiedlichen Zeiten vereinbaren. Und diese Lücken, das sind ganz ambivalente Phänomene. Auf der einen Seite garantiert eine Lücke das Loch, durch das etwas durch kann. Wenn alles so abgeschlossen, dann das wäre ganz schlecht. Auf der anderen Seite fällt da vielleicht auch etwas durch, von dem wir gar nicht wollen, dass es durchrutscht. Und sehen Sie, dann machen wir so ganz, ganz viele Lückenlöcher, die bauen wir so aneinander und das nennen wir dann ein Netz oder Gitter oder Raster und da bleibt das dann hängen. Die Lücken im Gesicht, das ist ja der Mund und die Nase. Und dieses Raster, das braucht auch das Virus, um in uns hineinzukommen. Und das Virus muss dann noch weiter, das muss in die Zelle. Und das ist ein ganz komisches Bild, weil bei Zelle denken wir wieder, da geht nichts rein, raus, als irgendwie passt das. Jetzt eine Grippe, durch alle, eine Grippe, eine Gruppe fällt durch alle Raster. So hat der Kalif Markus das in Bezug auf die bayerischen Künstlerinnen und Künstler ausgedrückt. Und dann muss er das Netz enger knüpfen. Wenn ich jetzt beispielsweise Lehrbeauftragten, Musikhochschulen vor allen Dingen, oder Fremdenführer oder so etwas denken. Das sind ganz, ganz, ganz schlechte Viren, weil die rutschen überall immer noch durch und können nirgends andocken. Weil hat sich der Kalif gedacht, die fließen eh so vorbei, das kann ich gar nicht eng genug einmaschen. Oder denkt sich, ich kann ja nicht alles so väterlich verwohlsorgen. Vielleicht hat aber auch sein Demokratieverständnis Lücken. Taugt denn der Infektionsschutz zum lückenlosen Ermächtigungsgesetz? In normalen Zeiten, wenn alles so durchrutscht und durchrauscht und Finanzmittel, Geld, meine ich, dann gibt es auch so ein Raster. Und dieses Raster, das nennen wir das Parlament. Aber Parlament ist eher zurzeit auch eine ganz große Lücke, genauso wie die dritte Gewalt, die Gerichte auch ganz große Lücke. Aber was interessant ist, die bayerische Staatsregierung arbeitet mit Hochdruck an Umsetzung eines Soforthilfeprogramms für eben die Soforthilfe für die Künstlerinnen und Künstler. Und Soforthilfe, das dauert jetzt schon 2 Wochen. Jetzt könnte man meinen, solche Schnachzapfen, gell? Aber das ist nicht richtig. Erinnern Sie sich an, was ich am Anfang gesagt habe: Social Distancing Concerning Time, also diese zeitlichen Abstände, das setzen die schon um, wo überhaupt sonst noch niemand dran gedacht hat. Das dient alles dem Infektionsschutz. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.